Man fühlt sich irgendwie ein Stück weit besser und zufriedener, wenn ich zum Beispiel eine Person gerettet habe aus dem Feuer oder ich eine Person aus dem PKW rausgeschnitten habe. Dann bekommt man ein gewisses Zufriedenheitsgefühl, weil man halt sagt, genau dafür bin ich ausgebildet worden, genau dafür, das habe ich gelernt, um eine Person in der Situation so, so und so helfen zu können, damit es ihr besser geht. Mein Name ist Thomas Platzek, ich bin 38 Jahre alt, lebe hier in Barsinghausen zusammen mit meiner Frau Christina. Ich bin beschäftigt bei der Berufsfeuerwehr Hannover als Feuerwehrmann und Rettungsassistent und nebenbei bin ich in Barsinghausen bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Ich bin zufrieden durch den Job als Feuerwehrmann, weil mich nie dasselbe erwartet auf der Arbeit. Es können Verkehrsunfälle sein, es können Brände sein, es ist niemals dasselbe zwei Tage hintereinander auf der Wache. Jetzt gehe ich ins Fitnessstudio, um quasi meine Kraft und meine Ausdauer so zu trainieren, dass ich sie für meinen Job benutzen kann, weil ich muss fit sein, ich muss Treppen hochrennen, ich muss mit einem Atemschutzgerät Treppen hochrennen, ich muss Patienten schleppen. Und alles das kann ich nur machen, wenn mein Körper fit ist. Ich bin Feuerwehrmann geworden durch zum Teil meinen Opa, der ein freiwilliger Feuerwehrmann war. Dadurch bin ich mit 10 Jahren zur Jugendfeuerwehr gekommen und über die Jugendfeuerwehr zur aktiven Feuerwehr bis hin zur Berufsfeuerwehr. Ja, meine Frau ist einerseits natürlich richtig stolz darauf, dass ich Leuten helfen kann und halt Menschen retten kann. Meine Familie freut sich halt auch darüber, dass ich ein Feuerwehrmann geworden bin, weil es ja doch irgendwo ein kleiner Traum war. Gerade mein kleiner Neffe liebt es, den Onkel auf der Feuerwache zu besuchen. Wichtig ist es halt zu wissen, wenn man ein Feuerwehrmann ist, egal ob freiwillig oder Berufsfeuerwehrmann, dass die Zeit immer einen großen Faktor spielt. Bei der Berufsfeuerwehr haben wir den Vorteil, wir sind auf der Wache und können innerhalb von 60 Sekunden die Wache verlassen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr ist das ein bisschen anders. Bei der Freiwilligen Feuerwehr sind wir in der Regel zu Hause oder am Arbeitsplatz, verlassen dieses dann und fahren zur Wache und starten dann von der Wache aus los. Das kostet eine Menge Zeit. Gerade im Bereich von Verkehrsunfällen haben wir keine Zeit, weil wir versuchen wollen, einen Verunglückten innerhalb einer Stunde in ein Krankenhaus zu bekommen, gemäß der Golden Hour of Shock. Also Golden Hour of Shock bedeutet, dass wir nach einem Verkehrsunfall circa eine Stunde Zeit haben, den verunfallten Patienten vom Unfallort ins Krankenhaus zu bringen. Wir hatten einen sehr, sehr schwierigen Einsatz, der uns als Feuerwehrleuten oder auch mir persönlich sehr nahe ging. Das war ein Verkehrsunfall auf der Autobahn, wobei es dazu kam, dass zu dem Verkehrsunfall ein PKW brannte. In diesem PKW saß eine Person und uns gingen dann so Sachen durch den Kopf, wie schnell kriegen wir die Person raus, können wir diese Person überhaupt noch retten, was müssen wir jetzt wirklich tun, wir müssen uns beeilen. Das Ganze ist dann wirklich sehr zeitkritisch und geht uns dann auch ziemlich nahe, wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Person wirklich dann brennt. Als wir an der Einsatzstelle angekommen sind, stellte sich das Bild für uns relativ kritisch dar, weil der PKW brannte im Motorraum. Die Person schrie vor Schmerzen, schrie vor Angst und wollte, dass wir ihr schnell helfen. Nur wir mussten halt erstmal, bevor wir ihr vernünftig helfen können, das Feuer löschen, was zeitlich angesehen auch für uns eine sehr, sehr schwierige Situation war. Nachdem wir das Feuer gelöscht hatten, hatten wir uns vorgenommen, die Person aus dem PKW zu befreien. Dazu mussten wir unseren hydraulischen Rettungssatz in Stellung bringen. Wir mussten alles vorbereiten für die technische Rettung in Rücksprache mit dem Arzt, der auch an der Einsatzstelle war, die den Patienten dann erstmal so weit stabilisiert haben, bis wir dann halt wirklich anfangen konnten zu schneiden und zu spreizen, um die Patienten aus dem Auto zu bekommen. Das Problem bei solchen Unfällen ist immer, dass wir niemals sagen können, ob alle Personen überleben. Wir können sie vielleicht lebend aus dem PKW herausbekommen, übergeben sie dem Rettungsdienst und sie sterben trotzdem. Bei dem Unfall war es so, dass wir mitbekommen haben, dass eben auch eine Person verstorben ist. Das ist für uns als Feuerwehrleute immer nicht zufriedenstellend, weil wir versuchen wirklich, alle Personen zu retten, um deren Leben zu beschützen und sie auch lebendig dem Rettungsdienst zu übergeben.
Bei der Feuerwehr, egal ob es eine Freiwillige oder eine Berufsfeuerwehr ist, müssen wir uns gegenseitig auf unsere Kameraden und Arbeitskollegen verlassen können, weil wir jederzeit eventuell unser Leben in den ihre Hände legen. Das heißt, wenn ich mit einem Trupp Mann zusammen zu einem Wohnungsbrand in eine Wohnung gehe, muss er mir jederzeit vertrauen und ich muss ihm auch jederzeit vertrauen können, da wir uns gegenseitig beschützen müssen. Jeder muss auf den anderen achten. Und deswegen ist für mich Teamwork eines der wichtigsten Sachen innerhalb der Feuerwehr. In Gesprächen nach dem Einsetzen sprechen wir über vieles. Einmal halt, hat unsere Technik richtig funktioniert, haben wir richtig funktioniert oder eben auch manchmal darum, na, der Patient in dem PKW sah schon relativ schlimm aus. Wie hast du das wahrgenommen? Ist das für dich alles okay? Hast du vielleicht jetzt ein Problem damit? Gerade bei jüngeren Kameraden haben wir oft das Problem, wenn die verunfallte Menschen sehen, dass die vielleicht manchmal ganz, ganz komisch reagieren. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, als ich meinen ersten Toten gesehen habe, war ich danach auch ein bisschen, ich will dir mal sagen, verstört, weil das ja nichts Alltägliches ist. Das Werkzeug, sprich das hydraulische Wettungswerkzeug, was wir benutzen, um Personen aus PKWs zu schneiden, ist super wichtig für uns, weil ohne diese Werkzeuge würden wir aufgrund der Stabilität von Fahrzeugen die Personen gar nicht mehr aus den Fahrzeugen bekommen. Anhand dieses BMW X1 möchte ich gerne einmal zeigen, in welchem Bereich wir Verstärkungen am PKW haben, die wir zerschneiden müssen. Wir haben hier unten im Bereich der B-Säule ein relativ hochfestes Material, was den Insassen im PKW schützt. Um diesen Bereich zu zerschneiden, benötigen wir die neueste Innovation und die neueste Technologie an Rettungsgeräten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen können, um hier unten mit einem V-Schnitt die B-Säule abzuschneiden. Wir müssen darauf hinkommen, dass wir, wenn die Industrie neue Stähle entwickelt, unsere Technologien bei der Feuerwehr relativ schnell anpassen, um Leuten, die mit solchen PKWs verunglücken, dann zu retten. Sport ist grundsätzlich für mich auch eine Sache, auch wenn ich jetzt Fahrrad fahre im Wald bei uns, eine Sache, wo ich meinen Kopf komplett frei kriege und auch einfach mal alles andere, was so drumherum ist, um den Job, um die Familie, um alles halt vergessen kann, weil dann sehen halt nur Sachen, das Fahrrad, der Wald und ich. Wenn wir einen gescheiterten Rettungseinsatz haben, ist es schon so bei mir, dass ich innerlich ziemlich aufgewühlt bin. Wenn wir eine Person nicht retten konnten an einem Einsatz und ich nach Hause fahre, bin ich irgendwie ein bisschen unzufrieden mit mir selber und denke drüber nach, was hätte ich persönlich noch anders machen können in diesem Einsatz, um die Person zu retten.